Wie das bei dir ausgedrückt war, da gehst du. Ach ja, und genau, knallt ihr eigentlich gerne? Also knallert ihr eigentlich gerne? Also knallt ihr gerne natürlich, ne? Auch das ist auch eine gute Frage. Ja, nee, aber macht ihr gerne so mit so Böllern und Raketen und sonst was? Was glaubst du, warum ich mir ein Doppelbett gemacht habe? Was? Nix. Das ist vielleicht zu hoch für dich. Eingang oder sowas machen, aber ich finde, das sollte eher so ein kleiner Raum sein, wo so 6 Kisten drin stehen und da packen wir dann eben halt unser geheimes Zeug rein. Aber mir fällt gerade ein, wir brauchen ja dann diese Kolben, die dann die Steine einfach wegschieben könnten, damit das halt wirklich so ein geheimer Geheimraum ist. Ja. Die sind allerdings nicht ganz so leicht zu bauen. Ja, gut, einmal okay. Bin ich scheiße mit Redstone und andererseits haben wir dafür nicht alle Materialien. Da müssen wir so erstmal noch eine Runde farmen gehen. Ja gut, das kann man ja, ja dann machen. Ja, wir können das ja schon mal erstmal um die Raum Theorie bauen. Ja. Ja, beziehungsweise den Raum ausheben. Groß bauen muss man da ja nicht. Darf man eigentlich mittlerweile in den Nether? Weiß ich nicht. Also in diese Hölle, also ich glaube, das heißt Nether. Hölle. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil wenn, dann könnte man, weil ich zum Gestalten habe ich gehört, hat mir auch jemand geschrieben, kann man gut Lightstone nehmen. Also so. Ja, das stimmt. Ja, und jetzt, für mich wäre das natürlich cool, weil ich meine, jetzt sonst haue ich hier überall Fackeln hin, aber wenn ich so Lightstone hätte, wäre das natürlich geiler. Und die haben gesagt, das würde man nur im Nether finden. Ja. Ja, das stimmt auch, aber ich glaube, es gibt noch kein Nether-Portal. Dann Grund für, warum wir das noch nicht dürfen? Ja, das wird wohl irgendwann so ein Gemeinschaftsprojekt, irgendwo ein Netherportal hinzubauen, denke ich mal. Keine Ahnung. Aber da gibt es doch schon. Ist da nicht schon eins gebaut? Ja, aber das ist noch nicht ganz fertig. Ich weiß es auch nicht. Müssen wir die anderen fragen. Das ist noch nicht entfacht mit dem Feuerzeug. Das ist auch geil. Mit dem Feuerzeug das Tor zur Hölle geöffnet, ey. Ja, das mega geheime mega Feuerzeug. Warte, hier müssen wir dann den Pistenmechanismus hinmachen. Was macht ihr eigentlich morgen an Silvester? So, wir hatten eigentlich übrigens noch, du hast es noch gar nicht erzählt. Was hast du denn zu Weihnachten bekommen, Nils? Also ich habe einmal einen schicken Pullover bekommen, kann man immer gebrauchen. Ein Chicken Pullover. Ein Pullover aus Chicken McNuggets. Cool. Der wäre sogar auch noch lecker. Das wäre mal eine Marktlücke. Boah, das wäre geil, Alter. Gehst du weg und kannst währenddessen noch was fratzen, ey. Awesome. Ja, hast du was zu viel getrunken, weißt du? Und dann hat man ja meistens ungefähr Hunger auf ein ganzes Kalb. Genau. Und dann, ich hab ja, Chicken dann dabei. Ich hab noch den ganzen Pulli. Das Problem ist, danach ist dir dann kalt, obwohl das hält bestimmt sowieso nicht warm. Aber das ist eine geniale Geschäftsidee. Ich glaube, wir dürfen die Folge nicht mehr ausstrahlen. Scheiße, Mist. Stimmt. Ja, und, das cutten wir raus. Ja. Ich habe noch so ein cooles Buch geschenkt bekommen, so ein Studentenratgeber für Psychologie, weil ich vorhatte, wenn ich mein Abi habe, dann Psychologie zu studieren. Mhm. Und dann noch ein schickes Buch, Die Simpsons und die Mathematik, was ein ganz witziges Buch ist, weil bei den Simpsons gibt's halt unendlich viele versteckte mathematische Gags und so. Und da gibt's halt irgendwelche Leute, die sich für schlau halten und die dann alle rausschreiben. Okay. Und das dann so ein bisschen erklären. Was du da für Sachen geschenkt bekommen hast. Muss man eine gewisse Veranlagerung dafür haben, wenn man sich für sowas begeistern kann, weil das eigentlich völlig langweilig ist und auch scheiße geschrieben, aber eigentlich ist es doch ganz interessant. Also ich lese es ganz gerne. Cool. Und dann noch Kohle. Kann man ja immer gebrauchen. Ja, wenn es mal kalt wird und so. Also Steinkohle, ja. Ich bin Duisburger, wir stehen auf Steinkohle. Warte, ich schenke dir auch noch jetzt den Boden auslegen mit Cobblestone oder was? Was hast denn du hier vor? Ja, bitteschön. Mach den Geheimraum komplett aus Holz oder innen drinne. Ja, Moment. Also die Stones sind... Ja, die sind dafür da, damit ich weiß, wo man denn etwa da die Pistons dann am Ende hinbaut. Was? Ja, oh, war wohl nix. Wie die Pistons hinbaut? Ja, keine Ahnung, man muss sie ja irgendwo hinbauen. Also ja, die Pistons kommen noch an den Eingang. Ja, meinst du, die sind mal eben so im Raum oder so? Da, die sind eine gewisse Raumforderung, die auch ein bisschen Platz brauchen. Ja, gut, nämlich dann mach du das. Nämlich etwa den Platz, den ich hier gerade markiert hatte. Ja, dann mache ich sie da hinten. Aber am Ende ist es ja eigentlich egal, weil wir haben die Teile noch nicht und dafür müssen wir noch eine Runde farmen gehen. Von daher ist das jetzt erstmal nicht so wild. Haben wir eigentlich noch genug Holz? Dann können wir nämlich so eine kleine Holzverkleidung machen. Ich bring welches mit. Ich hab. Und was ist jetzt mit den Cobblestone? Bleibt das da oder kommen da nachher die Pistons hin oder was? Ja, da kommen dann natürlich später die Pistons hin. Also mache ich jetzt nur so sonst Markierung überall Holz hin oder was?
Nee, da nicht. Diesen mal Bereich wollte ich ja damit markieren. Ich habe übrigens herausgefunden, dass wenn man zu wenig Essen hat, dass man da nicht sprinten kann. Ja, das stimmt auch. Also doch, hier kann man das Follow jetzt machen. Ja, gut Ding will Weile haben. Muss ich machen. Ja, aber jetzt können wir ja der Frage nachgehen, was wir in Silvester machen. Also der Xardas hat ja schon erzählt, dass er irgendwas da plant. Also was planst du denn da? Ja, eine normale Party mit Freunden. Wir haben uns einen Jugendzentrum gemietet für 30 Euro. Super billig. Und okay. Wir machen da eben Party. Mit 12 Mann sind wir, plus Begleitung. Weiß jetzt nicht, wie viel dann insgesamt werden. Und schießen uns ab, was weiß ich, ja. Also Wir feiern eben. Ganz normal. Ich weiß jetzt nicht, ich hab's schon wieder falsch gemacht. Wo kommen jetzt die Pisten hin? Ach, scheiß drauf. Machen wir am Ende. Was machen wir am Ende? Die Pistons, um den Geheimraum auch öffnen zu können. Ja, ja. Ja, und ich war jetzt heute Bier kaufen und vor ein paar Tagen Chips und Gläser, also so Pappbecher und so ein Zeug. Und ein Kumpel war Zigarren kaufen, ich den Jackie. Geil. Awesome. Ja, das wird ein geiler Abend, komm ich auch, alles klar. Ja. Nee, bei mir haben sich Leute eingeladen. Also ich war jetzt 10 Tage lang an der Nordsee und dann auf einmal so, ja, sozusagen, ja, Basti, wir feiern bei dir. ich so, okay. Warte, ja, Fondue und Raclette und sowas, ja, bringen wir auch alles mit und so, okay, alles da. Ja, jetzt feiern wir bei mir, gibt erstmal Raclette und sowas und dann halt irgendwann gehen wir dann gemeinsam zum Rhein und dann gibt's da, gucken wir uns da das Feuerwerk an. Auf Raclette hätte ich auch Bock. Ich komm. Ja, und dann die anderen bringen halt auch was zu trinken mit und so weiter und so fort. Das wird auch eher so eine Gemeinschaftssache. Wie das bei dir ausgehört war, da gehst du. Ach ja, genau. Knallt ihr eigentlich gerne? Also knallert ihr eigentlich gerne? Ja. Also knallt ihr gerne natürlich, ne? Auch, das ist eine gute Frage. Ja, nee, aber macht ihr gerne so mit so Böllern und Raketen und was glaubst du, warum ich mir ein Doppelbett gemacht habe? Was? Nächstes. Das ist vielleicht zu hoch für dich. Ja, halt die. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass du auf der Welle weiterreitest, aber gut. Ich überhaupt nicht gerne. Also das heißt nicht gerne, also ich habe da nichts dagegen und würde es auch machen, aber nur wenn es umsonst wäre. Also ich gebe dafür kein Geld aus, habe mir auch überhaupt nichts gekauft, aber ein paar Kumpels von mir mit Sicherheit, also von einem weiß ich, ich hab nur einen gefragt, der hat Zeug gekauft auf jeden Fall schon mal und weiß nicht, also ein paar werden schon schießen. Finde es auch immer ganz cool, aber ich würde für sowas kein Geld ausgeben. Okay. Ja, bei mir sieht das ähnlich aus. So, ja, ich gucke mir ein Feuerwerk gerne an und ich finde, dafür ist es auch geeignet. Und dann habe ich schon oft genug zu hören bekommen. Aber wenn jeder so denken würde wie du, da gibt es ja bei dir auch kein Feuerwerk mehr. Aber Gott sei Dank ist man ja da ein ziemlicher Außenseiter mit dieser Auffassung. Deswegen setze ich mich Silvester einfach schön mit dem Bier nach draußen und gucke mir das Feuerwerk im Himmel an, während alle anderen da ihre Knaller da durch die Gegend schmeißen können, wie sie gerade lustig sind. Weil Böller... Das heißt, du feierst Silvester alleine oder was? Oder? Nein, natürlich nicht. Ich feiere auch mal Party mit Freunden. Aber wenn jetzt alle anderen dann ihre Böller rausnehmen und auf die Straße werfen oder so, sollen sie machen. Aber ich halte von Böller nichts, weil sie einfach keinen optischen Effekt haben. Ja, toll. Du zündest an, wirfst auf die Straße, macht Bumm und vorbei ist. Das stimmt auch. Die ganze Chose dann auch wieder aufwägen. Weißt du, die Raketen sehen schön aus und die fliegen wenigstens so weit weg, dass du sie auch nicht mehr aufsammeln brauchst. Ja, genau. Ich habe nie die Faszination von Böllern verstanden, weil, also das Einzige, was ich immer witzig fand, ein Kumpel von mir, der hat immer Schiss vor den Dingern, wenn die anzündest. Da habe ich immer noch, also relativ lange in der Hand gehalten. Ich habe es jetzt auch nicht übertrieben, also dass die nachher in meiner Hand halt losgehen, aber mich immer noch ein bisschen länger in der Hand behalten, der übel Schiss bekommen, da habe ich sie jetzt weggeschmissen. Das war das Einzige, was ich an Böllern cool finde, weil, ich weiß nicht, nur das Knallen ist vielleicht auch ganz cool, aber ich finde, so eine Rakete knallt ja auch. Also ich habe lieber, dass ich noch was sehe, als dass ich nur so ein Knallen höre. Deswegen bin ich auch nicht so der Fan von China-Böllern oder was es früher noch gab, Schweizer-Böller und wie heißen die ganzen Dinger? Weiß gar nicht mehr. Ah, es gibt viele Sachen, aber ich habe schon ich hole da immer mein innerliches Kind raus und habe da schon meinen Spaß dran, so ein bisschen so einfach ein bisschen, weiß ich nicht, da rumzuböllern. Doch, das macht mir schon Spaß. Also. Aber wie viel gibst du dann so dafür aus? Ganz wenig. Ich habe jetzt für 4 Euro so eine Tüte da, wo ein paar Raketen drin sind, ein paar Knallfrösche und sowas. Und dann, ja, dann
Die gibt jetzt nicht viel Geld für aus, aber es macht halt, mir macht das halt irgendwie Laune. Ich finde das gut. Gut, das ist cool, aber wenn man dann halt von anderen so hört, die halt mal eben für 80 Euro sich ein paar Böller kaufen gehen. Ach Quatsch, nein, so wichtig ist mir das jetzt auch nicht, aber halt so ein bisschen so ein paar Knallfrösche auf den Boden schmeiße ich. Es dauert ja dann auch nicht lange, man ist dann relativ schnell fertig und so und guckt dann halt noch ein bisschen zu, ich genieße das ja auch. Muss das nicht, aber ja, macht halt Spaß. Macht dann für eine kurze Zeit einfach ganz kurz mal ein bisschen die Kacke hauen, macht schon Spaß. Ja, mal Spaß. Ja, macht Spaß. Ich muss auch sagen, ich glaube, wenn kein Schwein das machen würde, dann würde ich es auch selbst kaufen. Dann würde ich irgendwie selbst so 2-3 Raketen und so ein, wie heißen die Dinger? So eine Batterie, die so hochschießt. Genau, die Batterie, ja, die sind eigentlich auch ganz cool. Also dann würde ich es kaufen, wenn es eben keiner macht, aber es macht ja immer irgendwer. Und ja, deswegen kaufe ich es eben. Also an für sich ist es schon cool. Also Raketen und auch diese Batterien sehen schon geil aus. Aber was wollte ich eigentlich machen? Ich hab's vergessen. Haben wir eigentlich sowas wie weiße Wolle genug oder so? Ja, Moment, die hab ich so. Ein bisschen haben wir noch. Ah, nee, Moment, ich hab die wieder weggelegt. Weil ich wollte hier so eine Art Teppich machen oder so, weil das sieht halt ein bisschen doof aus, alles mit Holz nur. Aber nicht mehr so viel, irgendwie 15 oder so. Ja. Okay. Moment, ich hab doch Holz geholt. Ich bin irgendwie voll von der Rolle. Ja, ich bin auch noch nicht ganz im Minecraft-Modus drin wieder, aber ja, ich mauser mich jetzt. Ja, ich habe die ganze Zeit Skyrim gespielt, die Tage. Mega awesome. Ja, ich habe sehr viel Starborn mit mir. Ja, das habe ich auch gespielt. Das ist einfach super geil, muss ich sagen. Und, der kommt jetzt noch Teppich hin, ne, weil du so guckst, aber. Hast du mir diese Rolle mitgebracht? Ich gehe heute. Ich dachte, du wolltest mir die jetzt mitbringen. Nee, ich wollte eigentlich Holz holen gehen, habe dann gemerkt, ich habe schon Holz. Und dann habe ich gemerkt, der Raum ist fertig. Also ich bin echt komplett von der Rolle irgendwie. Ja, nicht schlimm. Jetzt pass auf, jetzt bringe ich hier nachher, okay, jetzt bin ich schon da, aber bringe ich hier nachher irgendwie, keine Ahnung, Knochen mit statt Wolle oder so. Ja, wir haben nur noch 9 Wolle. Mist. Ja, dann gehe ich gleich, ja, weiß ich nicht. Ja, komm, ich gehe suchen. Ich habe sowieso nichts mit zu tun und mir fällt auch nichts ein. Dann gehe ich ein bisschen Wolle suchen und ja, komm, noch wir brauchen schon, wir müssen schon gucken, dass wir hier ein bisschen was austun auch. Moment, ich mach die Wolle einfach selbst hin. Wir haben ja noch hat sich jemand von euch eigentlich die Daisy Standalone gekauft? Ja, noch sicher, nicht, nee. Aber ich hab's noch nicht gespielt. nee, noch nicht will ich aber, also das kommt noch. Ja, also ich hab's mir auch schon geholt und 17 Stunden jetzt schon gespielt. Also ich finde Daisy mega geil. Und aber man kann halt noch nicht so viel machen, ne, weil halt noch nicht so viel eingefügt ist. Ich hab noch keine Autos oder so viele Waffen. Mhm. Aber sonst macht's eigentlich schon Laune. Also ich habe das auf der Gamescom mal gespielt und das war so jämmerlich verbuggt einfach nur. Ja, also ich hab's mir gleich am ersten Tag besorgt und da war es eigentlich noch fast unspielbar. Also, aber ja, bis jetzt geht's einigermaßen. Er hat ja selbst auch gesagt, oder wie der heißt, dass das Spiel jetzt so in 2 bis 3 Wochen so empfehlenswert wird. Der ist auch so ein merkwürdiger Entwickler, der Typ. Der erzählt ja nichts Gutes von seinem Spiel. Der hat dann halt das Konzept, jede Form von Publicity ist eine gute Publicity, sehr gut verstanden. Ja. Einfach sagen, ja, der kauft den Mist ja sowieso. Und der hat damit auch noch recht. Ja gut, aber ich werde es mir auch angucken. Besser als es so hoch feiern und dann so einen Scheiß rausbringen wie War. Genau, bei Starborn, davon wusste ich gar nichts. Also ich habe davon vorher nichts gewusst und das dann durch Zufall auf Steam dann in diesem Early-Dings da gefunden. Dann da reingeguckt, weil ich es da, weil ich dieses Terraria auch nicht gespielt hatte. Und ich habe direkt, keine Ahnung, 13 Stunden da am Stück was dockt. Soll ich jetzt nach oben graben? Ja, ich muss mal kurz eine neue Spitzhacke machen. Ich mach mal gerade noch ein bisschen Pflasterstein, wie heißt es? Cleanstone mache ich noch. Ah, du hast den Teppich hier schon rumgelegt, sehr gut. Ja, also wir hatten wir halt nicht. Ja, naja, nee, aber so habe ich mir das vorgestellt. Dann passt das nämlich auch mit der Birkenlampe oben. Passt das ganz gut. Ansonsten, wie weit hoch bist du jetzt schon gekommen? Dann würde ich mir jetzt mal angucken, dass wir oben vielleicht diesen Baum da, den Raum da bauen. Geht also. Noch ein bisschen höher oder meinst du, es reicht? Ich finde, das reicht, ehrlich gesagt. Auf der nächsten weiß gar nicht, wie hoch der Raum denn jetzt noch überhaupt geht. Passt mal auf, wir machen mal den Test. Ich grab mich mal hier aus dem Berg raus und ich guck mal, wo wir sind. Das wäre gut, ja. Dann können wir mal gucken, dass wir da vielleicht
Ja, dass wir da den, dass wir irgendwo einen Ausgang machen und da dann den Raum hinmachen, dieses Observatorium. Was war das denn für ein Geräusch? Ah, ich dachte gerade, ja. So, fährt jetzt ein Auto hier vor. Ja, ja, kommt mal her. Kommt das mal ist, her. Das hier. Ist, wenn du in der Nähe von der Höhle bist. Also, okay. Ich muss sagen, da geht noch ein bisschen was nach oben. Wir sind jetzt hier auf Höhe der Bahn. Und wenn Bauer. Man die von oben sehen könnte, Lol. Dann... Okay, das stimmt. Dann müssen wir noch. Nein, machen, ich sterbe. Ich habe keine Rüstung. Das stimmt, ja, das sollten wir, das da, ja, hast schon recht. Guck mal, aber dann könnten wir vielleicht das Observatorium so in die Richtung über der Bahn machen, in Richtung, ist das eine Treppe? Aber schaut mal, wir sind so verdammt nah mit der Treppe an Blaze House. Ja, das stimmt. Also, was hat er denn hier? Ich wollte gerade sagen, was hat der für eine epische Treppe gebaut, ey? Okay. Ist ja wie, als würdest du zum Heiligen Gral gehen. Oh, das ist so. Wie so ein Maya-Tempel, nur dass da oben so ein heftiger. Da oben ist ja nur so ein heftiges Haus. So, erstmal zerstören hier alle. Aber sag mal, wer hat eigentlich Darukas Haus angefackelt? ETF. Ja, das stand doch mal ein Haus. Alter, tatsächlich. Vielleicht haben sie. Vielleicht haben sie selbst abgebaut, um die Rohstoffe zu kriegen. Und was ist, Der ist das hier oben, eine Fernsehwand mit. Was ist das? Ah, ne, das ist Wolle, glaube ich. Ja, das ist Wolle. Schauen wir nochmal, mit der gute Base hier gemacht. Die Burg ist übel da hinten, ey. Ja, du musst da mal reingehen und dann ist da eine komplette Wand, ist so die, also du kannst Karten ja an die Wand hängen, ne? Und da ist eine komplette Wand, nur die Weltkarte. Krass. Das ist schon ziemlich cool. Oh, das sieht echt geil aus. Alter, hier sind voll die fetten Sumpfbäume, ey. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass denen ihr Haus weg ist, ey. Und da oben seht ihr übrigens ein geiles Schiff, Alter. Wenn die verfickte Wolke nicht im Weg wäre, ey. Oh, das Mann! Das Ding da. Das geht mit der Wolke. Bei mir ist ja gar keine Wolke. Habe ich Wolken an? Ja, irgendwie ist da bei mir eine Wolke. Oder ein Fehler oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist es awesome. Sieht geil aus. Da hinten ist noch so ein Ding, aber das sieht man jetzt nicht. Man sieht noch ist hier Redstone drin, ne? Hier ist Redstone drin. Ich gehe mal wieder in unsere Hütte. Hier geht ganz weit Redstone runter. Oh. Mach's am besten nicht kaputt. Baut bestimmt eine Bombe. Das ist wahrscheinlich für das, das ist für dieses Ding, was wir da im Haus hat mit dem Wasser. Ja, okay. Wenn man auf Holz läuft, dann hat das auch so einen furchtbaren Soundeffekt, so ein Quietschen die ganze Zeit. Sollte man eigentlich mal die Geräusche ausmachen. Das war eigentlich Bahnhof. Was ist denn damit passiert? Ach stimmt, da haben wir gar nicht mehr weitergebaut. Passiert, ne? Ja, da haben wir nicht mehr weitergebaut. Ja, da müssen wir noch das Dach dran machen. Nee, aber ich meine jetzt und mit dem anderen Bahnhof, wo der irgendwo hinführen sollte. Der ist ja noch nicht so viel passiert. Haben sie auch noch nichts gemacht? Ja, also nicht. Naja, dann. Warum lagen Knochen in unserer Hütte? Bett. Das ist ein Zeichen. Alles ist ein Zeichen. Ja, wie so vieles heute ein Zeichen ist. Wir müssen jetzt irgendwie hier so ein bisschen, wir müssen unser Haus schon so ein bisschen noch irgendwas Geiles da reinmachen. Ich weiß auch nicht genau, dieses Observatorium. Ich bin halt nutzlos. Ich bin unkreativ wie ein Schwein und keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, was ich bauen könnte. Können auch gerne, weil wie gesagt, wenn wir sagen, so, das soll jetzt nur unsere Versorgungshütte sein, können wir das auch gerne so lassen und bauen halt da hinten an diesem einen Standort, wo wir schon mal waren, dieses schwebende Haus hin. Wenn da alle mitmachen würden, dann geht das bestimmt relativ flink. Warum ist hier Wasser in unserem Haus? Wo ist Wasser? Alter, wer hat denn die Dinger da schon wieder hingemacht? Moment mal, die sind ja weg. Wer war das denn jetzt? Ja, nee, das war so ein... irgendwer hat uns das reingebaut, aber normalerweise wurde das aktiviert durch ein... Schalter. Durch ein Schalter, Junge. Aber, naja, komm, ich mach das mal so. Jetzt passiert auf jeden Fall schon mal nichts mehr. Jetzt hab ich da irgendwo noch ein Ding hingesetzt. Ah, oh, eine Springspinne. Das Fleisch mal braten. Oh, das Rindfleisch ist nicht so lecker. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal so eine Sache. Zu unserem neuen Punkt.
Bauplatz, wie auch immer, wie nennt man sowas? Also frage mich halt jetzt, ob wir erst unser Observatorium da zu Ende bauen wollen oder halt, ob wir dann direkt dahin gehen sollen, da dann weiterbauen sollen.